Ja, moin Leute. Also, heute ist der Plan, mal einen kleinen Livestream zu machen. Hier von Bord der Chicago Express. Es ist geplant, dass wir gleich auslaufen. Ziemlich, ja, genau 14 Uhr. Vielleicht ein paar Minuten später. Wir warten jetzt noch auf den Lotsen. Und Plan ist, euch erstmal hier vorne so ein bisschen auf der Station mitzunehmen, wenn die Leinen losgemacht werden. Und dann nachher, später, wenn es dann wirklich losgeht, mal hoch auf die Brücke. Wichtigste Frage natürlich vorab, passt das mit dem Ton? Das kann sein, dass hier gleich überall ein bisschen lauter wird und dass er nicht mehr so ideal ist. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich werde erstmal die Kamera umdrehen, damit ihr hier auch ein bisschen seht, was hier abgeht. So, ja, wir sind hier vorne auf der Station. Ich weiß gar nicht, wie das Deutsch heißt. Auf Englisch ist es Mooring Station. Und hier sind schon die Filipinos. Na, hallo? Hallo. Und alle warten darauf, dass es losgeht. Das ist Mr. Bosun, der Bootsmann. Ja, Chef on Deck today. Chef on Deck. Chef on Deck. Und es ist erstaunlich ruhig, denn die Chicago Express ist hier das Ausbildungsschiff oder eins der beiden Ausbildungsschiffe von Hapag-Lloyd. Normalerweise, wenn hier ganz viele Azubis an Bord sind, sind hier über 40 Mann Besatzung. Die sind jetzt aber gerade heute von Bord gegangen, also haben alle das Schiff verlassen. Und die nächsten Azubis, die sollen erst in Valencia einsteigen. Das heißt, jetzt ist gerade total ruhig, ne? Very quiet today. Very quiet. Very quiet. No cadets. No cadets, ja. So, ich muss erstmal meine Tasche hier loslegen. Can I put my bag back here? Ja. Yeah. Okay. Ja, das ist hier die Station, wo die Winden bedient werden. Die einzelnen Seilwinden. Und wie ihr seht, das sind wirklich fette Dinger. Die sind im Hafen immer im Automatikbetrieb. Das heißt, je nachdem, wie sich das Schiff bewegt, spannen die also ganz automatisch nach. Und um mal zu sehen, wie groß die sind, lege ich mal meine Hand hier drauf. Also, ja, da kann ich mit der Hand nicht einfach so drum packen. So, jetzt können wir gucken. Ich glaube, das Lotsenboot kommt. Obwohl wir hier im Hafen liegen, kommt der Lotse trotzdem per Boot. Und da kommt irgendwas angerauscht. Mal schauen, ob das der Lotse ist. Da vorne. Oder da hinten. Das könnte der auch sein. Eins von diesen beiden Booten. Denke ich mal, wird der Lotse sein. Weiß gar nicht, ob man von hier, wenn ich mich so ein bisschen rauslehne, ob man da unten die Lotsenklappe sieht. Boah, Sonne blendet. Ja, ich kann meinen Arm, glaube ich, nicht lang genug machen jetzt hier. Also insofern. Aber der da scheint vorbei zu rauschen. Der will nicht zu uns, also scheint es das Boot da zu sein. Mit dem Lotsen, auf Englisch Pilot. Boah. Ja, Barcelona, super Wetter. Gestern hatten wir ein bisschen Regen. Und heute schon wirklich einen traumhaften Sonnenaufgang hier gehabt. Gestern lag hier noch ein anderes Schiff von Hapag-Lloyd, die London Express. Die ist aber irgendwann heute Nacht abgehauen. Eigentlich dachte ich mir, ich kann noch ein Foto machen, wenn die ausläuft. Aber jo, Paddy hat verschlafen. So, wir können ja mal hier einmal runtergehen. Gucken, ob man da unten ein bisschen mehr sieht. Kann sein, dass es tonmäßig zwischendurch immer mal ein bisschen schwierig wird, weil je nachdem, wo man sich an Bord befindet, ist es auch schon mal etwas lauter. Hier vorne ist es glücklicherweise sehr ruhig. So, und hier, oh, blendet das. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da vorne geht gerade der Lotse an Bord über die Lotsenpforte. Und dann müssten irgendwann auch zwei Schlepper angerauscht kommen, die uns hier von der Pier wegziehen
Und dann werden wir da hinten, das sieht man jetzt nicht, rückwärts so ein bisschen reingezogen, drehen da und können dann vorwärts aus dem Hafen rausfahren. Ja, Lotse geht an Bord. Kann man wahrscheinlich jetzt schwer erkennen. Aber er ist gerade auf der Leiter. Es wird auch permanent alles überwacht. Also da ist unten immer jemand, der den Lotsen abholt. Und es wird immer Kommando gegeben, wenn das Lotsenboot da ist, wenn der Lotse auf der Leiter ist, wenn der Lotse an Bord ist. Also hier im Hafen ist das natürlich nicht ganz so kritisch, aber auf See ist das natürlich schon rein so aus sicherheitstechnischen Gründen wichtig, dass sie auf der Brücke halt auch genau Bescheid wissen, was halt an den einzelnen Positionen da jeweils abgeht. So. So, und ich glaube, es wurde gerade die Maschine gestartet. Zumindest hat das gerade vibriert. Did they start the engine right now? Was that the noise here? The boat thruster. Also das sind die Bugstrahlruder, die uns vorne seitlich von der Pier wegdrücken. Okay. Is the tugboat already there? Not yet. We are waiting the tug. Okay. Tugboat sind die Schlepper. Tugboat klingt doch süß, oder? Ich finde, jeder sollte ein kleines Tugboat zu Hause haben. Ja, es kann sein, dass der Stream etwas länger dauert, weil es ist natürlich jetzt alles live und ja, man wartet halt auch. Ah, ich sehe, da kommt schon der Schlepper. Mal sehen. Geht doch flotter alles, als ich dachte heute. Der müsste jetzt hier gleich um die Ecke kommen. Ich finde, ich wäre auch ein super Schlepperkapitän. Ich finde, Schlepper sind so ein bisschen die Motocross-Motorräder auf dem Wasser. Ja, der Stream ist übrigens nur in 720p. Ganz einfach deshalb, weil das hier am einfachsten ging, direkt mit der YouTube-App und nicht mit irgendeinem externen System. Da geht das halt relativ gut, einfach direkt mit dem Handy. Aber ich hoffe, die Bildqualität ist okay. Könnt ihr ja mal schreiben, wie das so ist. Kann sein, dass zwischendurch der Empfang mal nicht ganz so ideal ist, weil so richtig fetten Ausschlag habe ich hier nicht. Und naja, ich hoffe, es geht. So. Jetzt muss ich mich mal hier lang machen, damit ich hier mal so ein bisschen drüber filmen kann. Ja, der fährt jetzt hier unter den Bug. Also da unten seht ihr auch den Wulstbug. Das ist ja vorne diese Nase. Also die Perspektiven hier, die sind schon echt abgefahren. Also das ist, wenn man von hier oben runter guckt, das ist echt total krass. So, die Jungs, die lassen gleich von hier oben eine Leine runter, seht ihr da hinten. Und mit dieser dünneren Leine holen die dann die Leine von dem Schlepper hoch und ich stehe hier gerade voll im Schornstein. Boah, kein Elektroschlepper. Abgefahren. Ja, und ich sehe gerade hier, der Marc ist auch online.
Marc, viele Grüße zum Flughafen. Der Marc, der ist heute auch von Bord gegangen. Und ja, die Jungs, die sitzen jetzt am Flughafen und warten auf ihre Heimreise. Und ja, er sagt gerade, zum ersten Mal Ablegemanöver, ohne selber anpacken zu müssen. Ja, das ist doch schön, ne? Also, Marc, ich hoffe, du korrigierst mich, wenn ich hier irgendeinen Quatsch erzähle. Du darfst das Ganze gerne fachmännisch kommentieren. Ja, die machen jetzt die Leine vom Schlepper fest, ziehen die dann hoch. Ja, die Perspektiven, also ich kann mich nur wiederholen. Ich kann gar nicht so einen langen Arm machen, um das wirklich zu zeigen hier. So. Bequem geht anders. Ja, und in dem Fall geht das mit Muskelkraft. Die eigentlichen Winden, die sind natürlich alle motorisiert, aber... Na, oder nimmt er doch die Winde? Ja, man muss hier natürlich immer so ein bisschen aufpassen, wo man hinguckt. In dem Moment, jetzt nimmt er doch die Winde. In dem Moment, wo hier irgendwelche Seile gespannt werden, muss man echt aufpassen, wo man hintritt. Denn diese Seile oder Leinen nehmen nicht wirklich Rücksicht. Also das kann echt wehtun, wenn man da irgendwo reingerät. So, das ist jetzt nur eine dünne Leine. Mit der dünnen wird die fette Leine hochgeholt. Die kommt da gerade so um die Ecke. Und jetzt muss ich mal aufpassen, wo ich hier hinlaufe. Denn wenn der Schlepper gleich anzieht, dann sollte man am besten nicht direkt an der Leine stehen. So, okay, aber hier... Okay. So, da ist jetzt noch kein Zug drauf. Da kann ich, glaube ich, vorbeigehen. Greetings from Marc. He likes to watch you without working himself. So. Ja, der Schlepper, ich muss mal gucken, hier vorne. Mal gucken, hier sind überall so kleine Fußtritte, weil die Jungs müssen natürlich ständig gucken, was mit den Leinen ist. So, und der Schlepper zieht an. Ich weiß gar nicht, ob wir schon... Ich glaube, der lässt jetzt erstmal seine Leine raus und ja, da müssen wir erst losgemacht werden, bevor es wirklich dann losgehen kann. Schlepper fertig. So. So, jetzt muss ich mal gucken. Nicht so viel Limbo an den Leinen. Ich mach mal lieber den Umweg.
mal hier, wie fein säuberlich das alles bereit liegt. Daran erkennt man das Hapag-Lloyd-Schiff. Hier ist alles sauber und ordentlich. So, und hier geht schon die erste Leine hoch. Ablegen geht auch verhältnismäßig schnell, weil im Grunde genommen müssen die Leinen ja unten nur losgemacht werden und dann holen die Jungs die hoch. Hinten, also beziehungsweise Achtern, passiert natürlich das Gleiche. Das Schiff muss also vorne und hinten losgemacht werden. Und ja, also beim Anlegen dauert das alles ein bisschen länger, weil da müssen die Leinen unten entgegengenommen werden, da werden die gespannt nach und nach. Das Schiff wird halt langsam an die Pier rangezogen. Der ganze Vorgang ist etwas langwieriger, aber hier eigentlich relativ flott. Guck mal, wie schön die Leinen hier hinlegen. Ja, obwohl, ich glaube, die Azubis haben das noch ein bisschen ordentlicher gemacht. Ja, und wenn es dann gleich losgeht, wollte ich mit euch gerne mal auf die Brücke gehen. Es kann sein, dass dann irgendwann mal der Empfang weg ist, weil im Fahrstuhl hoch zur Brücke oder auch im Treppenhaus ist halt kein Empfang. Ich hoffe, dass das klappt. Für den Notfall gibt es hier einen Backup-Stream, den habe ich unten drunter verlinkt. Also wenn der hier abbrechen sollte, dann bin ich irgendwie ein paar Minuten später auf dem anderen Stream wieder da. Ich hoffe aber, dass der hier einfach nur stoppt und dann irgendwann wieder weitersendet. Aber das werden wir sehen. Ah, der Bootsmann hat alles im Griff. Gucken. Schöne ist, ohne die Azubis habe ich jetzt hier auch mal Platz zu gucken. So. Da unten. Da sind die Linesmen. Ach guck mal, der zieht mit dem Auto, zieht er die Leine, weil die so schwer ist, weil er die alleine sonst wahrscheinlich gar nicht weit genug nach vorne kriegen würde. Oder er ist einfach faul. Das kann auch sein. So. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch die eine Leine da vorne. Die haben auch alle Namen, die Leinen. Ehrlich gesagt, weiß ich das jetzt gar nicht. Also ich weiß, es gibt eine Springline. Ich weiß aber ehrlich gesagt jetzt gar nicht, welche das ist. Aber das finde ich im Laufe der Reise schon alles raus. Easy. Ja, und an den Leinen ist vorne halt immer ein etwas dünneres Stück, ganz einfach, um die ja, besser fangen zu können. Also hier im Mittelmeer ist das halt auch oft so, dass einfach kleine Boote kommen, wenn man anlegt. Und die Boote, die fahren dann quasi an das Schiff ganz nah ran, nehmen die Leinen in Empfang, bringen sie ans Ufer, wo sie dann jemand festmacht. Geiles Wetter, oder? Ja, und jetzt, wie gesagt, ist schon die letzte Leine. Ich schnappe mir jetzt mal meine Klamotten und dann werde ich mal hoch auf die Brücke und dann werden wir da halt schauen, was genau passiert. So, jetzt muss ich einmal gucken, weil hier wird eine Leine jetzt gerade bewegt. Da ist zwar keine Spannung drauf, aber ich sage mal, Respekt vor der Leine. Aber meine Tasche muss ich noch holen. Ich gehe einfach hinter der Winde lang.
Mann, ist das geiles Wetter. So, ich schnapp mir jetzt mal meine Tasche. Und dann werde ich mal nach vorne latschen. Beziehungsweise nein, nach hinten. Vorne bin ich ja. Ja, es ist ganz komisch, aber dadurch, dass man in den Häfen immer mit unterschiedlichen Seiten anlegt, also mal Backbord, mal Steuerbord an der Pier, passiert es mir regelmäßig, dass ich ja, aus dem Schiff rausgehe und nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Ah, hier die Leine muss ich mal noch abwarten, bevor ich da lang gehen kann. Ja, wenn ihr irgendeine Frage habt, dann immer her damit. Ich versuche, die so gut es geht zu beantworten. Okay. Ups. So. Okay. Can I pass the line? No. No? Not yet? Not yet. Yet? Okay? Okay. Ja, nicht, dass der in dem Moment anzieht, wo ich da drüber latsche. Dann habe ich ein Ei weniger. Ja, also. Jetzt gehe ich also vom Bug bis zu den Aufbauten. Das Schiff ist, ich glaube, 336 Meter lang. Also irgendwas so 330. Und bei dieser Schiffsklasse ist es noch so, dass die Maschine, also Schornstein und die Aufbauten, Brücke und so weiter, dass das alles zusammen ist. Bei den neueren, größeren Schiffen, da ist ja die Brücke nach vorne gewandert. Ganz einfach deshalb, weil die eine gewisse Sichtlinie einhalten müssen. Also die müssen halt ja, nach vorne gucken können. Und wenn die Schiffe zu groß sind, die Brücke zu weit hinten, dann können sie halt nicht so viele Container stapeln, weil dann die Sichtlinie blockiert wäre, beziehungsweise sie wäre dann zu lang. So, hier hat irgendein Hafenarbeiter seine Flasche Wasser vergessen. Ja, die nehmen wir jetzt mit nach Valencia. Ja, und von vorne bis zum Aufbau sind das etwas über 200 Meter, ich weiß nicht, 220 Meter, 230. Also irgendwie scheint das hier ja, Programm zu sein, dass sie ihre ganzen Wasserflaschen da lassen. Vielleicht haben sie da auch reingepinkelt. So, ach, wir legen schon ab. Ihr seht, das geht ruckzuck. Also, wenn einmal die Leinen los sind. So, das kann sein, dass ich gleich weg bin. Weil im Schiff bzw. im Fahrstuhl ist halt ganz schlechter Empfang. Und ich muss jetzt einmal hier ins Schiff rein. Und dann lasse ich einmal meinen Helm hier lassen. Mit Helm auf die Brücke, das sieht nicht gut aus. Ich hoffe, der Stream setzt sich dann von alleine wieder fort. Falls der abbricht, gibt es einen Backup-Stream, wo ich dann in ein paar Minuten weitermache. Fahrstuhl ist kein Expressaufzug, was meines Wissens aber auch ein bisschen daran liegt, dass das Ding halt auch funktionieren muss, wenn das Schiff ein bisschen rollt. Und hier sieht man, bis 10 Grad rollen,
darf man Fahrstuhl fahren. Ab 10 Grad Schieflage besser nicht. So, wahrscheinlich bis gleich. So, ich hoffe, die Verbindung ist wieder da. Ich bin noch mal ganz schnell in meiner Kammer, denn was ich vergessen habe, ist eine Maske. Weil auf der Brücke wird halt doch noch Maske getragen, wenn der Lotse an Bord ist. Die musste ich jetzt mal gerade holen. Und das Gute ist aber, meine Kammer ist direkt neben dem Zugang zur Brücke. So. Na, wenigstens das mit dem Stream funktioniert. So, wir sind auf der Brücke. Lotse, Kapitän, Chief Mate, alle sind draußen. Ich muss mal gerade ein bisschen Krempel ablegen, weil ich einfach so voll bepackt bin. Und so, einmal das Mikro umstecken. Ich schwitze schon wieder wie ein Stier. Okay, so. Okay, so viel zum Thema Maske. Ach, wir sind in Spanien. Okay. Ja. Hallo? So, we're doing some video reportage. Is that okay for you? Ja? Kapitän, erster Offizier, Chief Mate. Und ja, hier hat man natürlich einen bombastischen Ausblick. Also wir sind wirklich schon ordentlich weit weg von der Pier. Und ich glaube, dass wir jetzt hier rückwärts rein in dieses Becken, weil wir müssen da hinten raus. Und ich nehme an, dass wir uns hier jetzt drehen. Ja, und ich finde, bei dem Wetter gibt es wirklich schlechtere Arbeitsplätze. Chicago Express ist für heutige Verhältnisse gar nicht so ein Riesenschiff. Ein Fassungsvermögen von etwa 8600 Standardcontainern. Standardcontainer ist ja ein 20-Fuß-Container. 20 Fuß, ich sage mal, das sind die halben. Da vorne seht ihr, dass da zwei Container nebeneinander stehen. Der blaue und der rote, das ist ein 20-Fuß-Container. Und von den Dingern passen so roundabout 8600 Stück an Bord. Und dann gibt es halt die großen, 40 Fuß. Und es gibt dann auch noch welche mit Übergröße, die haben dann 45 Fuß. Es gibt hier eine Bay, also eine Ladebucht, die halt nur für die großen Container ist. Ich weiß gar nicht, das kann sein, dass das diese hier direkt hinter dem Aufbau ist. Ja, hat man mir gesagt, habe ich natürlich wieder vergessen. Und dann gibt es natürlich auch jede Menge Sonderladung. Also es gibt sogenannte Flat Tracks. Das muss man sich vorstellen, einfach wie eine Palette in Größe eines Containers. Und da können halt Dinge drauf geladen werden, die ja Überbreite haben. Die nehmen dann natürlich mehr Stellplätze weg. Genauso gibt es halt Dinge, die überhoch sind. Aber ja, wenn es um die Kapazität von einem Containerschiff geht, dann spricht man eigentlich immer von TEU, Toy 20 Foot Equivalent Unit. So, und da ist der Schlepper Willy T. Und der zieht uns jetzt hier rückwärts rein. So, wenn wir mal vorne rüber gucken, sieht man auch, dass das eigentlich recht flott geht. Also wenn man bedenkt,
was hier für Massen bewegt werden. Also wir drehen uns schon relativ zügig. Also ich finde das immer wieder faszinierend. Natürlich hat man hier schon einige Meter Platz. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Vom Schiff bis zur Pier, würde ich mal schätzen, sind es schon irgendwie 30, 40 Meter. Aber im Verhältnis zu so einem Schiff in der Größe, ja, ist es dann doch nicht so viel. Und es ist halt auch so, wenn so ein Schiff einmal in Bewegung ist, dann ist es in Bewegung. Also die Schlepper, die müssen schon einiges halten. Auf der Brücke hier sind jeweils außen noch zwei Steuerstände, worüber das Schiff dann auch komplett manövriert werden kann. Das ist die sogenannte Nock hier. Da geht es raus aus der Brücke auf die Nock. Und ja, die ist genauso breit, also die Nock wie das Schiff. Das heißt, wenn man da direkt runter guckt, kann man halt beim Anlegen direkt die Pier sehen. Da hinten Barcelona. Könnte schlimmer sein, das Wetter, oder? Ja, herzlich willkommen auf Ihrem Shipspotting-Kanal. Ich hatte das mal irgendwann erwähnt, das ist ja völlig abgefahren. Es gibt irgendwo an mehreren Flughäfen gibt es Leute, die streamen den ganzen Tag, wie Flugzeuge starten und landen. Ich hätte schon mal überlegt, dass man das eigentlich mit Schiffen machen müsste. Das Problem ist nur, Flugzeuge, die starten im Minutentakt. Bei Schiffen ist das eher so Stunden, wenn nicht sogar Tagestakt. Es ist auch eine verhältnismäßig junge Besatzung hier. Also auch der Kapitän hat die 40 noch nicht gerissen. Insofern, ich habe fast das Gefühl, dass ich der Älteste an Bord bin. Obwohl jetzt gerade könnten die Lotsen noch einen draufsetzen. Aber ansonsten bin ich hier, glaube ich, so ein bisschen der Gesichtsälteste. Ja, und ihr seht, wir haben schon fast 90 Grad. Mit dem Arsch da rein. Ja, und der Schlepper ist wirklich ordentlich am Ziehen. Ja, da lagen wir. Ja, das ist natürlich ein bisschen langwierig, das ist mir schon klar. Also für so einen Livestream ist halt nicht mal gerade so ein 7-Minuten-Video, in dem man alles komplett erklärt. Aber dafür seht ihr jetzt einfach mal in Echtzeit, wie hier das Ablegemanöver läuft. Da oben ist das Peildeck. Da gehe ich jetzt einmal hoch. Normalerweise, wenn da oben Radar läuft und so weiter, sollte man sich nach Möglichkeit dann nicht so lange aufhalten. Aber das Radar läuft noch nicht. Deshalb gehe ich da einmal ganz kurz hoch. Ja,
haben wir vielleicht noch mal eine andere Sicht. So, hier Brücke. Da steht schon der Steuermann. Und jetzt sind wir hier auf der Steuerbord-Nock. Ja, für die Seeleute ist es natürlich Alltag, Steuerbord, Backbord. Ich brauche mal eine Eselsbrücke. Ich merke mir das ganz einfach. In Steuerbord ist ein R drin und R wie rechts. Da wird der ein oder andere Seefahrer drüber lachen, aber ich muss mir immer wieder diese Eselsbrücke bauen. So. Und ja, hier oben ist natürlich der ganze Sendekram. Satellitensystem, Radar, Flaggen werden auch immer gehisst, die rote Fahne, weil wir auch Gefahrgut geladen haben. Und jetzt bin ich quasi eine Etage höher. Ja gut, der Kapitän hat schon eine Maske auf, wahrscheinlich in erster Linie, weil es gleich reingeht. Denn wenn wir jetzt gedreht haben, ihr seht, wir sind fast rum. Ja, dann geht es eigentlich direkt gerade raus. Ah, der Kapitän zeigt an, er schmeißt das Radar an. Das ist der Punkt, wo man dann nicht mehr ganz so viel hier oben rumlaufen sollte. Ich weiß gar nicht, wie schädlich das ist. Aber ich will das auch nicht ausprobieren. So, oder? Moment, ich muss meinen Gimbal wieder ausrichten. So. Boah, guck mal, was der. Jetzt läuft die. Ich weiß gar nicht, ob das von der Hauptmaschine kommt. Auf jeden Fall ganz schön Dreck. Oder ob das der Schlepper gemacht hat. Nee, das müsste von unserem Propeller sein. Ich glaube, der Schlepper wirbelt nicht so einen Dreck auf. Ja, und ihr seht, gleich geht's los, ab nach Valencia, wo wir morgen früh schon wieder einlaufen sollen. Also sehr sportlich hier im Mittelmeer. Wirklich ruhig wird es dann erst auf dem Atlantik. So. Ja, die Lotsen tragen keine Maske, Kapitän, Mannschaft trägt Maske. Da will ich mich natürlich mal anpassen und hier nicht aus der Reihe fallen. Also ich hoffe, es wird jetzt nicht zu nuschelig, wenn ich die Maske auf habe. Aber dann kann ich auch mal mit ruhigem Gewissen reingehen. So. So, und auf der Brücke ist auch immer ruhig. Also ich will jetzt hier auch nicht zu laut quatschen und alle unterhalten, zumal die Spanier mich ja auch nicht verstehen. Aber im Grunde genommen läuft das jetzt so, dass die Lotsen Anweisungen geben, welcher Kurs gefahren werden soll, geben eine Anweisung an den Steuermann, der legt das Ruder dann entsprechend. Und, so. Ja, hier ist auch wirklich gut Platz, also. So. Captain legt den Hebel auf den Tisch. Und regelt damit die Umdrehungszahl der Maschine und damit dann auch die Geschwindigkeit. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich noch. Ich spreche jetzt ein bisschen leiser. Ja.
So. Hier steht auch die wichtigste Maschine an Bord, Kaffeemaschine. Denn sobald wir fahren, ist die Brücke 24, das heißt, Offiziere teilen sich dann die Wachen immer in 4-Stunden-Schichten. Und da geht dann auch schon mal der ein oder andere Kaffeeball durch. Ja, ihr seht, wir haben fertig gedreht. Hier kann ich ja die Maske wieder abnehmen. Hier auf der Nock haben wir auch noch mal eine Angabe, wie lang das Schiff genau ist. Von diesem Punkt haben wir also 91,77 Meter nach hinten und 244,42 Meter nach vorne. So. Ups. Und hier. Ciao, ciao, Barcelona. Gebt doch mal Feedback, wie das mit dem Gimbal funktioniert. Also ob das vom Bild her recht ruhig ist. Ich habe das Gefühl, dass der manchmal so ein paar komische Bewegungen macht. Aber genau für solche Sachen habe ich mir das Teil eigentlich gekauft. Weil diese iPhone-Gimbals, die sind halt schon schön handlich. Und damit mal eben gerade irgendwie was außer Hand filmen oder so einen Stream machen, das geht schon irgendwie ganz entspannt. Ja, da ist er, der Paddy. Könnt ihr mein Gesicht auch noch mal sehen. Geht hier zwar nicht um mich, aber ein Gruß geht natürlich nach Hause. Ich hoffe, meine Frau guckt auch zu. Ich bete ehrlich gesagt, dass wir vor New York nicht zu lange warten müssen. New York ist wohl momentan ja echt so ein Nadelöhr. Also da gibt es Geschichten von bis, also von nur 3 bis 4 Tage warten bis 3 bis 4 Wochen warten, bis man dann endlich in das Terminal kommt oder an das Terminal. Ja, und so spannend das hier an Bord natürlich ist, würde ich mich natürlich trotzdem freuen, spätestens Weihnachten zu Hause zu sein. Das wäre schon geil. So. Wir drehen wieder um. Ja, ich sehe schon, viel Fragen habt ihr heute nicht. Ich hoffe, das liegt daran, weil es einfach so spannend ist. Hier ist Ihr Containerschiff Influencer-Kanal. Wir berichten live vom Auslaufen der Chicago Express, einem von 2 Ausbildungsschiffen von Hapag-Lloyd. Länge 336 Meter, Kapazität 8600 Standardcontainer. Auf dem Weg von Barcelona nach Valencia. In Valencia werden wir nicht so ewig lange liegen. Also wahrscheinlich auch nur 24 Stunden höchstens. Weil wir da nicht so wirklich viele Moves haben. Moves ist einfach die Bezeichnung für Bewegungen im Hafen. Das heißt, wenn so ein Container von Bord gehoben oder an Bord gehoben wird, dann ist das ein Move. Und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Moves wir jetzt hier in Barcelona hatten. Irgendwo kann man das sehen, müsste ich mal den Chiefmate fragen. Keine Ahnung, wie viele Moves die so in einer Stunde schaffen. Hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, mit wie vielen Kränen die gleichzeitig arbeiten. Also in manchen Häfen, ja, haben sie 2, manchmal 3, manchmal 4 und dementsprechend geht das dann halt schneller oder langsamer. Ja, ist auch relativ windstill. Gestern bin ich übrigens einmal mit der Drohne geflogen. Da mussten wir da draußen noch ein bisschen warten, bevor wir in den Hafen rein konnten. Und ja, also ich kann euch sagen, Leute, die DJI Mini 3 Pro ist nicht so wirklich fürs offene Meer gemacht. Also die musste schon ganz schön kämpfen und ich habe extra einen Moment abgewartet, wo wir ja fast standen. Also wir waren irgendwie 3 oder 4 Knoten hatten wir. Dann waren noch irgendwie so 8, 9 Knoten Wind. Und
Ja, das war schon nicht ohne. Also es hat damals mit der Phantom 4 auf der Leverkusen Express deutlich entspannter geklappt. Aber das bedeutet natürlich, ich habe mal wieder einen Use Case für eine stärkere Drohne. Ja, irgendjemand hat gerade gefragt, zeig mal dein Zimmer. Mal gucken, ob ich das gleich nochmal mache. Das ist ja ziemlich nah an der Brücke. Und ja, Interviews mit der Mannschaft führe ich auch. Also ich drehe hier Videos, ich mache Fotos und so weiter. Also jede Menge Material und hoffe, dass ich daraus dann natürlich auch am Ende einen interessanten und spannenden Stream, nicht Stream, sondern Video zusammenschneiden kann. So. Wieso bin ich ein blinder Passagier? So, ich setze mal meine Maske wieder auf. Zack. Ist doch geil, was man heutzutage machen kann, oder? So ein Stream. So, jetzt hier wieder ein bisschen Ruhe. So, können wir einmal hier. Okay, das war der Trick mit der Tür. Ja, auf der Brücke will ich natürlich nicht die ganze Zeit quatschen und kommentieren. Ganz einfach, weil man muss halt bedenken, die Bordsprache ist auch Englisch. Und die meisten sind halt keine Englisch-Muttersprachler. Also weder die Deutschen noch der philippinische Rudergänger noch die Lotsen. Und es ist halt schon wichtig, dass man die Kommandos genau versteht. Also wenn der Lotse halt wieder ein Kommando sagt, wie das Ruder stehen soll. Und wenn ich dann die ganze Zeit dazwischen quatsche, also direkt auf der Brücke, verkneife ich mir mal die Quatscherei. Aber hier draußen ist das okay. Außerdem kann ich hier draußen mir auch die Maske sparen. So. Ja, und wie ihr seht, sind wir schon ein ganzes Stück weit weg. Also wenn man erstmal los ist, dann geht das dann doch relativ flott. Ich weiß gar nicht, ob die Schlepper schon weg sind.
Vorne kann ich es nicht sehen, aber guck mal, hier ist das Lotsenboot. Das kann man von hier super sehen. Das heißt, die warten schon auf die Lotsen und ich denke mal, sobald wir da vorne an der Mole vorbei sind, wird der Lotse von Bord gehen und dann feuerfrei ab nach Valencia. Ja, der wartet da jetzt die ganze Zeit. Ja, Jochen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Schlepper noch da sind. Ich habe eben nicht drauf geachtet, ob die schon weg sind. Ich weiß es nicht. Hab's nicht gesehen. Es ist doch geil, oder? Ich muss mal hier auf die andere Seite. Das ist doch ein geiler Blick. Also ich könnte jetzt stundenlang einfach diesem Lotsenboot zugucken. Ich finde, das ist so ein Bild, das könnte einfach so statt Kaminfeuer auf eine DVD gebrannt werden und dann einfach Lotse gucken. Abgefahren. Gucken, ob wir ihn gleich sehen. Wir mal gerade gucken, ob er noch hier auf der Brücke ist. Ne, die Lotsen sind schon von der Brücke runter. Dann warten wir mal, bis sie unten sind. So. Also der Gimbal, den ich hier habe, das ist so ein DJI Osmo, der neueste, ich glaube der 6er. Osmo 6 oder ich blick da bei den Bezeichnungen nicht mehr dran lang. Die hießen mal irgendwie OM und dann hießen sie Mobile, also auf jeden Fall der 6er Gimbal von DJI. Ah, Lotse ist auch so ein geiler Job. Ja, die müssen mit dem Fahrstuhl ganz runter, dann ein kleines Stück am Maschinenraum vorbei und dann zu der sogenannten Lotsentür oder Lotsenpforte. Bevor das Lotsenboot kommt, gibt es immer eine Anweisung, wie hoch die Leiter sein muss. Weil in unterschiedlichen Gewässern haben die ja ganz unterschiedliche Lotsenboote. Und manche sind größer, manche sind höher, manche niedriger. Und daher gibt es meines Wissens immer eine Anweisung, Leiter so und so hoch über Wasser. Ich hoffe, ich erzähle da keinen Quatsch. Aber würde ja Sinn machen, oder? So. Da sind die Lotsen. Die heute auch zu zweit waren. Ja, bei dem Wetter eine ganz entspannte Kletterei. Ach, sie winken noch mal. Geil. Bei dem Wetter eigentlich eine ganz entspannte Geschichte, aber ich kann mir vorstellen, wenn ordentlich Seegang ist, dann ist das Klettern von dem kleinen Bötchen auf die Leiter schon eine etwas spannendere Geschichte. Ja, und im Normalfall sind die auch relativ flott weg, also diese Lotsenboote, die haben auch normalerweise ganz gut Power. Astronaut fragt, ob ich mit dem iPhone zoomen kann. Ja, das scheint zu gehen. Also einfach hier durchs Aufziehen. Das hätte ich wahrscheinlich eher machen sollen, als ich noch auf der Lotsengedönskiste war. So, tschüss Lotse. Geiler Ausblick, oder? Ich meine, mal ehrlich, mehr geht doch nicht, oder? Wie geil ist das denn? Jetzt ärgere ich mich schon wieder, dass ich hier gerade kein Foto gemacht habe, aber gut. Da hinten ist noch ein anderes Lotsenboot. So. So. So, jetzt gehen wir mal rein. Lotsen sind weg. Dann ist das auch etwas entspannter auf der Brücke.
Ja, und schon geht's los Richtung Valencia. War also auch ein relativ kurzes Manöver. In Hamburg auf der Elbe, da ist das alles etwas länger. Ja, und hier war gerade die Frage, was machen die Lotsen? Ja, die Lotsen, die kennen halt einfach das Revier vor der Küste bis in den Hafen rein am besten und wissen halt genau, wo man langfahren muss. Hier im Mittelmeer ist das nicht ganz so extrem. Das heißt, hier sind die Revierfahrten relativ kurz und auch übersichtlich. Aber jetzt stellt euch mal vor, so ein Riesendampfer kommt die Elbe runter, wo es dann teilweise noch darauf ankommt, dass man die Fahrrinne richtig erwischt und wo teilweise also nur noch ein Meter Platz unterm Kiel ist. Ja, und ab jetzt ist eigentlich der spannende Teil vorbei. Da war gerade die Frage, der Herr in Orange, der... Der bedienen kannst du einfach das Ruder. Ja? Entweder der Lotse oder Kapitän oder Chiefmate geben mal ein Kommando, wie das Ruder zu stehen hat, und der führt das dann aus. Sozusagen der Fahrer. So, noch einmal raus. Dann war es das hier schon. Gucken noch mal ein bisschen zurück. Ja, ihr Lieben, das war das Auslaufen aus Barcelona. Der Livestream lief jetzt 59 Minuten. Das heißt, bis hierher hat das Ganze also ziemlich genau eine Stunde gedauert. Also relativ entspannt. Ja, insofern freue ich mich, dass das jetzt geklappt hat, dass ich hier die Möglichkeit hatte, euch das mal so ein bisschen zu zeigen. Ich hoffe, es war spannend, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas lehrreich. Und ja, wenn ich dann wieder zurück bin, dann gibt es natürlich jede Menge Fotos, Videos. Was da alles entsteht, kann ich euch ehrlich gesagt noch nicht sagen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal schnell noch ein Like da lasst. Ganz einfach für den Algorithmus. Da freut sich YouTube immer drüber. Denn der Stream, der bleibt natürlich online und der ein oder andere, der guckt das hier vielleicht nochmal im Nachhinein. So, jetzt will ich hier nochmal die Kamera umdrehen. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ja, meine Frisur. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mache. Ich hole mir jetzt, glaube ich, erstmal ein Käffchen und dann setze ich mich ein bisschen in die Sonne, weil jetzt ist halt wirklich so ein Teil, wo es entspannt zugeht. Das heißt, wir schippern jetzt Richtung Valencia. Und gleich irgendwann werden dann auch wieder die normalen Arbeiten an Bord losgehen. Also hier ist natürlich jede Menge immer zu tun. Und wenn nichts zu tun ist, dann wird halt gestrichen. Also gestrichen wird immer an Bord. Irgendwo läuft immer jemand mit dem Pinsel rum. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns irgendwann demnächst dann mal wiedersehen. Tschüss, Leute. So, da ist... aus.